Sao Luciano Liua aus Peru klagt gegen die RWE wegen der CO2-Emissionen, die seine Heimat vernichten. Hier in NRW raubt uns der Konzern das Naturerbe Hambacher Forst. Ich war kürzlich im Camp, denn die RWE tragen eine Mitschuld an der weltweiten Klimaerwärmung. Und wir Linken nennen das kriminell, liebe Genossinnen und Genossen. Name? Michael Agelidis. Alter? 54. Was ist dein politisches Motto? Gebt niemals auf. Das hat so ähnlich schon Winston Churchill gesagt. In der Frage ein großes Vorbild. Wir wollen sofort raus aus der Braunkohle. Aber natürlich unter sozialer Sicherung der Einkommen der Beschäftigten. Und wir lassen es uns nicht einreden, es sei altmodisch, für Beschäftigungsprogramme und soziale Sicherheit zu kämpfen, liebe Genossinnen und Genossen. Ich war bei den Jungsozialisten seit meinem 16. Lebensjahr und war da auf dem linken Flügel aktiv und habe eigentlich immer die Positionen beibehalten, die ich damals so mir erarbeitet habe und wollte eigentlich immer Ökoenergien haben. Und heute haben wir die technischen Möglichkeiten und es gibt keinen Grund mehr, auf fossile Energien zu setzen. Wenn wir in den nächsten Monaten gefragt werden, ob wir mit SPD und Grünen Gemeinsamkeiten sehen, dann sagen wir ja. Aber nur, wenn die SPD wieder die Partei der Arbeiter und der sozialen Rechte, ja, wenn sie wieder eine sozialdemokratische Partei sein möchte und die Grünen wieder zur pazifistischen, umweltschützenden Kraft werden, die sie einst waren.